Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben Samstagmittag, haben uns heute Morgen schon, was ist das hier schon wieder, sehr viel Zeit gelassen und erstmal schön gefrühstückt. Und heute gehen wir jetzt mal so ein bisschen uns Inspiration holen für die neue Wohnung. Also zum Beispiel im Baumarkt oder Möbelhaus mal vorbeischauen. Wissen wir noch nicht, aber zuerst muss ich jetzt erstmal zum Alexanderplatz, denn ich habe vorgestern mein Monatsabo, also meine Bahnfahrkarte verloren nach 2 Jahren und weiß jetzt nicht, wo ich die hin habe. Jedenfalls müssen wir da halt zuerst hingehen und dann, ja, sonst kann ich ja nicht fahren und kostet mich 10 Euro, kann ich noch gerade so verschmerzen. Ja, und dann fahren wir auf jeden Fall weiter und dann mal gucken. Freunde, was für ein Sonntag. Ich komme gerade aus der Dusche und habe mich jetzt schon mal ans Kochen gemacht. Mein Freund ist noch im Yoga und kommt dann später. Kochen übernehme heute ich, weil wir heute etwas Schwäbisches kochen, und zwar Linsen mit Spätzle und Wiener. Und das habe ich schon mal für ihn gekocht, hat ihm sehr geschmeckt. Und ja, jetzt bin ich hier eben gerade dabei, ja, das Gemüse ein bisschen zu dünsten. Jetzt kommen gleich noch die Linsen dazu. Sind hier schon mal. Gebe ich jetzt schon mal rein. Und ja, was für ein Tag. Ich hatte nicht so richtig was vom Sonntag, also nicht wirklich Erholung und Entspannung, weil ich muss halt am Wochenende immer das machen, wozu ich eben unter der Woche keine Zeit habe. Also das kennen viele von euch bestimmt auch. Bei mir ist es eben der ganze private Papierkram, unabhängig eben von meiner Arbeit. Und ja, ist immer alles ein bisschen schwierig. Und da saß ich heute wirklich den ganzen langen Tag daran. Ich bin sehr genervt. Deswegen bin ich jetzt ganz froh, dass ich hier ein bisschen kochen kann. Mal so ein bisschen zur Abwechslung. Ja, ein paar Sachen konnte ich leider nicht fertig machen, weil da muss ich tatsächlich bestimmte Sachbearbeiter für anrufen, die natürlich sonntags nicht arbeiten und halt auch unter der Woche nur während ihren Arbeitszeiten. Und es ist für mich immer schwierig, einfach da während meiner, also während ich auf Arbeit bin, da anzurufen, weil ja, ich natürlich den Kopf voll von anderer Arbeit habe und es einfach nicht so mal schnell zwischenschieben kann. Deswegen ist das gerade einfach alles ein bisschen belastend. Aber ja, was will man machen? Also das kennt ihr sicher, könnt ihr mehr machen, wenn ihr voll berufstätig seid und eben auch den ganzen Kram immer noch machen müsst. Ja, wie ihr einfach damit umgeht oder wie ihr das so handelt, ob mir vielleicht einfach nur die Struktur fehlt. Aber man will ja irgendwie auch noch ein bisschen Freizeit haben. Ja, und abends das machen ist immer ein bisschen naja. Hallöchen und Happy Monday. Ich komme heute tatsächlich vom Sport, das erste Mal nach wirklich 2 Wochen. Ich muss dazu sagen, also vor 2 Wochen in der Woche, da hatte ich tatsächlich keine Lust. Die letzte Woche hatte ich einfach keine Zeit. Jetzt dachte ich so, ich gehe mal wieder. Aber ich muss auch sagen, also als ich vor 2 Wochen keine Lust hatte, das braucht es eben manchmal auch. Also das ist auch vollkommen okay. Und ich habe mich da auch irgendwie von dem Arbeitspensum so ein bisschen runterziehen lassen und generell eben einfach von Dingen, die eben nicht so liefen, runterziehen lassen. Aber ja, ich habe jetzt seit dieser Woche wieder neue Energie geschöpft und habe mich dann gleich heute nach der Arbeit aufs Rad geschwungen und Sport gemacht. Und ich habe jetzt echt richtig, richtig Hunger und habe mir jetzt hier so eine Kleinigkeit zu essen gemacht. Und zwar hier eben einfach so ein bisschen Brot mit Avocado und Ei, und dazu wird es Butter geben, ein paar Oliven, Salami habe ich auch noch im Kühlschrank, wenn mir das jetzt hier nicht reicht. Ich habe wirklich einen Bärenhunger und ich freue mich jetzt richtig drauf. Ich mag einfach die Kombi Avocado und Ei und Butter sehr gerne, und Brot mag ich ja sowieso. Und ja, ich werde jetzt ordentlich reinhauen. So Leute, kurzes Stopp.
kurzes Status-Update heißt es. Kurzes Status-Update, kurzer, okay. Doch, kurzes Update. Sven und ich haben uns jetzt aufgemacht von unserer Arbeitsstelle. Von der Arbeitsstelle, von dem Beginn an. Genau, ein bisschen früher als Feierabend. Und wir warten jetzt auf unseren Bergkönig. Ich weiß nicht, hatte ich euch das schon mal erzählt? Das ist ganz toll, damit zu fahren. Das ist wie so ein Taxi, nur halt, dass es kein Taxi ist. Ja, darauf warten wir jetzt und dann fahren wir jetzt ins Soho-Haus, denn da ist heute ein Event. Da gucken wir uns nämlich einen Film an. Wie heißt der Film nochmal? Oh Gott, ich weiß es nicht, aber es ist der Film mit Blake Lively und Anna Kendrick. Anna Kendrick. I got a ticket for a long way round. Too bad whiskey for the way. Ja, genau, da sind wir nämlich heute eingeladen, der Svenny und ich. Und da fahren wir jetzt hin. Und da gibt's Martinis heute. Aber wir werden nicht so viel trinken heute. Denn morgen ist ein regulärer Arbeitstag. Für manche. Für manche. Für mich nicht, denn ich habe frei. Das war also mein erster Besuch im Soho-Haus. Svenny war ja schon mal da. Ja. Ich noch nie. Einmal. Und ja, ich bin unscharf. Lass mal über die Ampel gehen. Ja. Wir sind hier gerade live mittendrin, als nur dabei. Genau, hier ist ziemlich viel Verkehr. Schade, dass ich es nicht aufgezeichnet habe. Ja, wie fandest du den Film, Svenny? Ich fand den Film sehr intensiv. Ich muss immer so ein bisschen drauf achten. Ich bin ja so ein leichter Verräter. Spoiler! Deshalb muss ich mich intensiv zurückhalten. Es gibt viele Wendungen in der tatsächlichen Geschichte. Das trifft es halt total. Also, Wendungen trifft es so wirklich viel. Ideal. Es ist sehr viel dabei, viel Schönes dabei, viel Unerwartetes tatsächlich. Also es ist, wenn ihr Bock habt, auf ein Erlebnis tatsächlich sehr zu empfehlen. Also das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ja. Ob du es empfehlen kannst. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ja, es ist rot. Da, oh Gott. Schau mal, die laufen einfach hier und es ist rot. Aber wir haben Angst, weil hier fahren so viele Autos. Wir sind übrigens am Alexanderplatz, ne? Genau. Soho-Haus ist in der Nähe vom Alex. Hier ist ja generell viel. Ah, es ist los. Grün. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. So, jetzt haben wir uns jedenfalls einen Bergkönig zurück ins Office geordert, weil ich muss halt mein Zeug noch holen. Und ich kann das Mädchen nicht alleine lassen. Ich meine, um die Uhrzeit, ne, mit der Menschheit, wisst ihr Bescheid. Ja, jedenfalls. Ich habe ja morgen frei, mein ganzes Zeug ist noch im Büro. Stell dir mal vor, ich müsste dann morgen ins Büro kommen, nur mein Zeug zu holen. Dann wir müssen ein bisschen darauf achten, dass wir nicht vorbeilaufen an der Stelle, wo ich glaube, da wo das Haar ist, ihr seid jetzt hier live dabei. Übrigens mache ich hier ich mache gratis Werbung hier für den Bergkönig, aber ich wurde dafür nicht bezahlt, das wollte ich nur mal. Ja, Sven findet den auch total toll, weil die Fahrt war angenehm, der kam relativ schnell. Also, was heißt relativ schnell, ist gelungen. Der kam super schnell. Aber, pass mal auf, weil der eben nämlich ein bisschen verspätet kam als angekündigt, habe ich sogar einfach so 4 € Guthaben geschrieben bekommen. Und so fürs Verständnis, wenn man halt von A nach B hier will und es eingibt, dann muss man so an die 4-5 € bezahlen. Das heißt, ich habe quasi eine Fahrt jetzt umsonst bekommen. Und also falls ihr mal in Berlin seid und ihr habt nicht immer Bock Öffis zu fahren, oder es ist wie bei uns Schienenersatzverkehr bei der S-Bahn jetzt von hier aus. Oh, Taxi immer noch teuer genug. Fahrt auf jeden Fall Bergkönig. Bergkönig habe ich jetzt wieder gesagt. Ja. Bergkönig. Das ist quasi wie Taxi, nur eher Shuttle, oder? Würdest du das auch so sagen? Es ist halt, man muss auch dazu sagen, es ist halt für einen schmalen Taler total super, ne? Weil im Endeffekt, was hast du für die Fahrt bezahlt mit den 4 € Rabatt? 6 €. 6 € für eine Fahrt. Wobei ich noch einen Gutschein hatte, Stau. Über 10 €. Das heißt 14, ich hab quasi 16 nichts, Euro? Ich habe quasi nichts also bezahlt. Also nichts bezahlt, aber du hättest 16 Euro bezahlt, oder? Also eine Fahrt 6 €, also 12. Okay, also sagen wir mal 12 €, jetzt ist es unscharf. Das ist, weil es dunkel ist. Ich meine, sagen wir mal, wir hatten 20 Minuten Weg für 12 € im Stau, wo du stehst und die Anzeige weiterläuft, ist völlig adäquat, völlig in Ordnung. Und von daher, definitiv auch Däumchen hoch von Sven. Boah, übrigens, ihr könnt mir Bescheid sagen, wenn ihr mal in Berlin seid oder falls ihr Berliner seid und ihr wollt es mal testen. Mhm. Es gibt so eine Möglichkeit, dass man so sich gegenseitig werben kann. Ihr könnt mir einfach Bescheid geben, dann kann ich euch einen Code geben, dann kriegt ihr 10 €, könnt ihr 10 € von A nach B fahren, also praktisch einmal umsonst. Mhm. Und ich auch. Und weil ich geworben habe. Also sagt mir gerne mal Bescheid und mal ganz kurz zur Kulisse, um euch zu zeigen, wo wir sind.
Da ist der Fernsehturm. Für meine Nicht-Berliner Zuschauer. Er schreibt bei mir, Sven liest es auch. Ich lese das auch, weil ich verfolge ganz eifrig und voller Freude, was so eure Kommentare sind, was ihr davon haltet. Er hat sich auch sehr über seine Kommentare, die an ihn gerichtet waren, da kann man ein Danke ausrichten, ne? Ja. Das ist wie bei so einer Emmy-Verleihung. Ich kann das ja einfach mal machen. Für mich ist das ja alles neu, ich komme ja gar nicht aus dem Bereich. Für mich ist das Spaß und Freude, wenn ich euch interessiere. Vielen, vielen Dank für eure vielen Kommentare. Ich fand es spannend zu lesen, dass Leute auf mich reagieren. Vielen, vielen Dank für euer nettes Feedback. Und ich habe Spaß daran, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, sagt Anka Bescheid, ich bin für alles zu haben. Und ansonsten nochmal, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Sehr interessant. Ja, okay. Und genau. Okay, wir warten jetzt auf unseren Bergkönig. So, Bergkönig ist fast da. Aber von wo wird er kommen? Ich lach mich tot. Nee, das reicht schon. Ich glaube, man sieht uns so halb. Ja, man sieht uns. Ah, du bist direkt im Licht. Willst du ein bisschen rüber? Ich glaube, das geht nicht. So, wir sehen können, wir haben es doch geschafft. Aber gerade so, aber es war wieder so eine Kurzschlussreaktion von mir. Wir waren erst richtig, meinte ich zu Sven. Wir müssen jetzt sofort auf die andere Straßenseite. So, dann sind wir nicht gelaufen. Wir sind gerannt auf die andere Straßenseite. Und dann folgte Folgendes. Spannungskurve, Moment. Oh, jetzt war aber der Tag schon relativ lang, weil wir direkt aus dem Büro kommen. Wo ist der Bergkönig? Scheiße, das ist auf der anderen Seite. Ich bin schon völlig aus der Puste, ey. Ja, das ist die erstaunte Anke. Scheiße, der wird wegfahren. Wieso denn? Wir sind doch da. Ist er noch da? Ich sehe ja gar nichts. Da wartet er, da vorne. Wo ist denn der? Wo denn? Da. Da vorne, der wartet. Leute, was soll ich noch sagen? Ich hoffe, der wartet auf uns, sonst kommen wir nicht nach Hause. Schnell ist mein Rennen. Vor allem waren wir ja erst richtig. Auf jeden Fall sind wir von A nach B, von B nach A, von A wahllos nach C, um dann an B anzukommen und wieder nach A zu rennen. War das ungefähr zu verfolgen? Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt am Ziel angekommen, wie man sieht, wir fahren. Zum Ziel. Und genau, richtig. Also das von uns, ne? Schöner Abend. Over out. Over and out. Ich habe heute frei und war aber schon ganz schön fleißig heute. Also ich bin gleich heute Morgen, als es aufgemacht hat, zum Nagelstudio gefahren und habe meine Nägel abgemacht, weil einerseits möchte ich jetzt ein bisschen Geld sparen, weil durch die neue Wohnung halt auch einige neue Anschaffungen anstehen. Und ja, und außerdem für die OP, die ich Ende November habe, da soll man eben auch keinen Nagellack oder irgendwas auf den Nägeln haben. Und ja, meine Nägel, die sehen jetzt so aus. Das ist jetzt so der, ich guck mal, dass das meine Nägel anfokussiert. Das ist jetzt so der Stand nach anderthalb Jahren Gelnägeln. Also die sind jetzt ein bisschen dünn. Und ich gönne denen jetzt komplett mal eine Pause auch von generell Nagellack und lasse die jetzt einfach mal so. Ansonsten habe ich es mir eigentlich schlimmer vorgestellt. Ja, alles easy. Und genau, jedenfalls bin ich dann direkt danach noch zum Sport gefahren. Habe eine Stunde Workout gemacht. Für Rücken ganz viel, weil ich gemerkt habe, dass ich wieder mega Rückenschmerzen bekomme vom ganzen Sitzen im Büro. Und was habe ich noch gemacht? Ich habe ganz viel Bauch gemacht. Und dann noch ein bisschen Bein. Und ja, ich freue mich, dass das diese Woche wieder so gut klappt mit dem Sport. Das ist jetzt schon das zweite Mal. Mal gucken, wie ich die nächsten Tage jetzt noch Zeit habe für Sport. Da ist nämlich wieder ein bisschen voller. Ja, jedenfalls werde ich mir jetzt noch so einen Brunch machen. Also wir haben es jetzt so 12:30, glaube ich, erst. Und ich bin jetzt schon zu Hause. Und genau, deswegen mache ich mir jetzt erst noch mal ein schönes spätes Frühstück, weil ich einfach heute Morgen noch nichts gegessen habe, außer einen Zucchini-Cookie, den ich gestern auf dem Event geschenkt bekommen habe. Der war so, so lecker. Genau, den habe ich einfach zur Stärkung heute Morgen gegessen. Und ansonsten, was ich noch sagen kann, ich bin heute insgesamt schon 10 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Also ich bin wirklich die ganze Strecke vom
wie heißt es, Nagelstudio bis zum Sport und wieder hierher zurück. Alles mit dem Fahrrad abgefahren und kommen da auf 10 Kilometer und das war so toll. Draußen ist so unfassbar schönes Wetter, es ist blauer Himmel, es ist nicht kalt. Ich glaube, ich schätze mal so 15 Grad und purer Sonnenschein. Also man, es fühlt sich wärmer an auf jeden Fall. Und es war so schön, heute zu fahren. Vor allem, als die ganze Rush-Hour eben einfach vorbei war, weil die meisten eben einfach schon bei der Arbeit waren. Genau, hatte ich relativ schön freie Bahn zum Fahren. Auch keine stressigen Fahrradfahrer, die es irgendwie mega eilig haben. Es war so toll. Jetzt fühle ich mich mega entspannt und fit. Und wie ihr hier sehen könnt, mein Pickel ist im Anmarsch. Das heißt, mein neuer Zyklus beginnt bald. Ja. Ich glaube, sogar in 3 Tagen müsste der kommen. Genau. Und dann wurde ich gefragt, was auf diesem Poster hier drauf steht. Wenn man das öfter mal sieht in meinen Videos. Und ja, da wollte ich euch das jetzt mal hier zeigen. Und zwar machen ist Macht. Und hier dann eben einfach noch so ein paar Punkte. Ich check das auch nicht so richtig, was das alles ist. Also ich habe das ehrlich gesagt auch noch nie so richtig gelesen. Sollte ich vielleicht mal machen. Ja, so viel dazu. So, jetzt werde ich mir aber erstmal mein Essen machen und ich habe für heute Abend auch was ganz Tolles eingekauft. Das kann ich euch auch mal zeigen, weil ich habe auf jeden Fall geplant, wieder mit euch zusammen zu kochen heute. Das guckt er immer sehr gerne, so aus Inspirationsgründen. Und bei Captain Cook, Achtung, unbezahlte Werbung, aber Markennennung und ja, ansonsten habe ich keinerlei Kooperation oder so. Ich benutze einfach die App sehr gerne, sage ich wie immer dazu. Wo ist es? Und zwar möchte ich gerne hier vegane Semmelknödel machen. Und dann noch so eine Rahmenpilz-Porree-Soße. Ich muss an dieser Stelle auch mal eine kleine Empfehlung nochmal aussprechen. Und zwar, dieser griechische Joghurt mit Honig ist so ungefähr der leckerste Joghurt, den ich je gegessen habe. So geil. Yummy. Kann man natürlich auch einfach selber machen. Ich bin gerade so schon am Kochen, dass ich total vergessen habe, die Kamera anzumachen. Okay, hier mache ich gerade schon mal die Pilz-Porree-Rahm-Soße. Und hier habe ich schon mal die Semmelknödelchen geformt, die veganen. Sieht alles schon mal sehr lecker aus. Die Rahmsoße ist fertig. Jetzt warte ich noch darauf, dass hier die Knödelchen voll fertig werden und dann kann ich auch schon essen. Mit dem ganzen Papierkram bin ich auf jeden Fall jetzt durch. Entsprechend sehe ich auch aus. Also wirklich heute schlimm. Ich bin jetzt auch echt froh, dass ich den ganzen Kram jetzt abgeschlossen habe und mich jetzt wieder auf andere Dinge konzentrieren kann. Ich sehe echt aus wie der Tod. Ja. Mein Freund, der wird erst später kommen. Dem lasse ich ein bisschen was übrig. Der muss leider noch ein bisschen länger arbeiten heute. Und geht danach noch zum Sport. Naja. Und so sieht das Ganze dann fertig aus. Ich hätte mir noch ein bisschen Petersilie aufheben sollen, die ich eben einfach nochmal hier drüber mache, weil es ein bisschen grüner aussieht. Habe jetzt aber alle schon da reingegeben. Aber ja, wird trotzdem schmecken. Ja, guten Appetit an mich.